Willkommen in Agrabah, der Stadt der tausend Wunder. Auf diesem Markt findest du die besten Waren diesseits des Jordans. Du suchst ganz, ganz sicher etwas Besonderes. Etwas wie diese Lampe hier. Was ist an ihr so besonders, fragst du. Nun, du kannst es nicht sehen, wie so oft im Leben liegt das Besondere tief verborgen unter der Oberfläche. Nur sichtbar für denjenigen, der für Wunder empfänglich ist. Ja, einst veränderte die Lampe das Leben eines jungen Mannes. Was passiert hier? Nach all den Jahren der Suche habe ich sie endlich gefunden. Die Höhle der Wunder. Und vergiss nicht, du kannst den ganzen Schatz haben. Aber die Lampe gehört mir. Welcher Schatz? Und wer will diese Lampe? Für Leute, die nicht mit Aladdin aufgewachsen sind, das ist wahrscheinlich ziemlich... Oh, jetzt habe ich gespoilt, welches Spiel es ist. Steht ja auch im Titel. Wer wagt es, meinen Schlaf zu unterbrechen? Verzeih mir, o Herr, ich bin Ghazim, der Dieb. So höre meine Worte. Nur derjenige kann diese Höhle betreten, der reinen Herzens ist. Nur ein ungeschliffener Diamant. Und nun, Dieb, wirst du für deinen Eindringen bezahlen. Nein, nein! Die Höhle hat ihn unter sich begraben. Ich muss denjenigen finden, der reinen Herzens ist. Ich muss diesen Diamanten finden. Ja? Spiel? Ah, danke. Privet, meine Glühbirnen, und herzlich willkommen zu dem heutigen Retro Friday an einem Samstag. Ja, ich hab's gestern ein bisschen verkackt. Sorry. Wir spielen Disneys Aladdin mit total fancy Musik im Hauptmenü. Aha. Ja, das Spiel kam damals für die SNES raus. Ich hab's auf einer gemoddeten Xbox gespielt, Schande über mich. Und ich würde sagen, starten wir ins Spiel. Wir beginnen mit einem recht kleinen Fenster. Ich schaue, ob ich irgendwas um das Fenster drum herum packe. Okay, wir können Äpfel werfen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Spiel genau funktioniert. Wir können umherhüpfen. Aha, sehr interessant. Wir können auf die Typen draufhüpfen und dann sind sie K.O. So macht man das, als guter Aladdin. Seid ihr eigentlich noch mit Aladdin aufgewachsen? Ich bin ja total mit Aladdin aufgewachsen. Ich liebe Aladdin. Mich würde es echt interessieren, ob meine Zuschauer Aladdin genauso lieben wie ich. Und ja, das Spiel ist so ein typisches Jump'n'Run für die damalige Zeit. Die Gegner respawnen, sobald sie aus dem Bildschirm sind. Es ist einfach alles so, wie es früher sein sollte. Und oh mein Gott, kommt die Nostalgie da hoch. Ihr glaubt es gar nicht, was für eine Nostalgie ich gerade verspüre. Dieses Spiel, es ist so eine Liebe. Und dieses Spiel ist so verdammt schwer. bitte in die andere Richtung. Ich möchte in die andere Richtung schwingen. So. Am Anfang haben wir ja gesehen, dass irgendwer scheinbar die Lampe klauen wollte. Und danach wurde ihm gesagt, dass er nicht reines Herzens ist. Und jetzt braucht er jemanden, der reines Herzens ist. Und wer könnte das denn sein außer Aladdin? Und wir haben einen Herzcontainer erhalten. Geil. Was gibt's denn hier oben? Ein One-Up. Boah, das Spiel müllt ja einen zu mit verschiedenen Dingen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Power-Ups. Waren das damals schon Power-Ups? Kann ich irgendwie meinen Sprung erweitern? Nein, leider nicht. Komme ich da irgendwie anders hoch?
Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich muss erstmal hier hoch. Vielleicht komme ich dann... Ich habe da links doch was gesehen. Vielleicht komme ich auf diese kleine Ebene da. Ah, fast. Es könnte was werden. Nee. Schade. Jo. Wie gesagt, das Spiel kam für die SNES raus, ist deswegen auch schon etwas in die Jahre gekommen, aber dafür sieht es auch noch gut aus. Also es könnte glatt ein Indie-Pixel-Game sein. So wie das, was vielleicht morgen am Indie-Sunday kommt. Weiß man nicht. Kleiner Spoiler. Mit den Äpfeln kann man übrigens hier zum Beispiel die Schlangen abschießen, weil ich meines Wissens nach, wenn ich mich noch richtig erinnere... Ah, okay, doch, man konnte auf die Schlangen springen. Ich wusste nicht mehr, ob man auf die Schlangen springen kann, aber natürlich kann man auf alles hier springen. Und den müssten wir eigentlich fangen und haben ihn auch gefangen. Mit den Äpfeln stunnen wir normale Gegner nur. Und wir haben nur noch 5 Äpfel. Die sollten wir uns gut aufheben. Und diese doofen Bogenschützen. Ah, Mist, ich habe gehofft, ich springe etwas weiter, aber nein. Nur noch die Hälfte des Lebens, wir sterben hier noch gleich. Und der Bogenschütze ist schon respawned, also... Nix davon wegen Level clearen und dann erkunden. Die Gegner tauchen immer wieder auf. Ja, okay, da ist er noch nicht aufgetaucht, zum Glück. Das wäre ziemlich doof gewesen. Und der Bogenschütze hat mich natürlich getroffen. Das Spiel kennt halt keine Gnade. So, heimlich geduckt und jetzt ist er auch weg. Ach Mist, ich wollte noch das da oben kriegen. Fuck, jetzt kriege ich das nicht mehr. Ich wollte noch den Edelstein da oben, aber leider können wir nicht mehr zurück. Aber wir kriegen einen Bonus, weil wir den Käfer gefangen haben. Das ist doch was Schönes. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, was das für ein Bonus war. Achso, wir können, glaube ich, am Rad drehen. Genau. Einmal am Rad drehen, Atempause. Oder war Atempause immer? Ich weiß es nicht. Drücke einen Knopf. Also los, Genie, hilf mir. Und was kriegen wir? Was kriegen wir? Was kriegen wir? Was kriegen wir heute auf dem Rummel? Und. Was wird's? Und wir kriegen... Ah, so knapp am Jackpot vorbei. Ein Herz! Kriegen wir einen Herzcontainer oder wird einfach unser Leben geheilt? Ah, wir werden einfach nur geheilt. Schade. Ich hatte auf einen Herzcontainer gehofft. Aber wir hatten so wenig Leben. Wenigstens tut der Genie uns dahingehend was Gutes und heilt uns. Los geht's! Nein, ich wollte keinen Apfel schießen. Los geht's zum nächsten Level. Okay. Können wir hier oben hoch? Ja, sieht danach aus. So. Ihr merkt, hier gibt es sehr viele Wege, die man gehen muss. Und sehr viele Sachen, wo man aufzupassen hat. Okay, ich möchte die Truhe. Ich möchte bitte die Truhe. Und wie es in so älteren Spielen üblich ist, kann man natürlich mitten im Sprung sich umdrehen. Und was erhalten wir? Leintuch. Ich weiß nicht mehr, wie genau man ihn einsetzte. Aber meines Wissens nach... Ja, mit rechter Trigger. Dieses Leinentuch dient dazu, damit wir gemütlich runtersegeln können, falls wir von der erhöhten Position runterspringen, was uns taktische Vorteile bringt. Zum Beispiel können wir so auch solche Gebiete erreichen oder mehr an die Edelsteine kommen, aber ich glaube, ich habe es gerade schon verkackt. Ich dachte schon, man hätte den Gegner als Sprungbrett nutzen müssen. Na, auf wen wartest du denn hier? Da wartet der einfach, der kleine Schlingel, und will uns abschießen. Ja, man kann halt die Gegner auch öfter als Sprungbrett nutzen. Merkt man vielleicht daran, dass man so leicht hochspringt. Aber ich glaube, so viel hat es gar nicht gebracht. Aber in meinen Erinnerungen gab es schon ein paar Stellen, wo man die als Sprungbrett nutzen musste, um, ja, bestimmte Stellen zu erreichen. Und da schießt er... Erstmal sein Fass und wird ganz wütend, dass er uns nicht gekriegt hat. Tja, Pech für dich, Glück für uns. So. Ich möchte an den Edelstein da oben kommen. Nein, das wollte ich nicht. Fuck. Ach. Naja, wir kriegen dafür ein Hühnchen. Das möchte ich aber noch nicht. Ich möchte zuerst den Typen hier stunnen und... Nein. Ich wollte auf seinen Kopf springen. Stunnen. Und töten. Perfekt. So, und jetzt können wir uns das Hühnchen nehmen. Ich wollte nämlich nicht mein Leben heilen und dann direkt schon wieder Leben verschwenden. Also, man merkt, ich kenne das Spiel noch so ein wenig. Klar, manche Sachen sind offensichtlich. Ey, das macht man nicht. Du hast gefälligst... Oh nein, ich habe keine Äpfel mehr. Na, dann wird's wohl nichts.
mit dem Steinchen, oder? Doch, okay, wir brauchten die andere Plattform nicht, um das Steinchen zu kriegen. Und natürlich ist der Bogenschütze wieder da. Was erwartet man denn auch von den älteren Spielen? Die sind echt hardcore, schon immer gewesen. Finde ich super. Darum mag ich auch ältere Spiele so sehr. Aber ja, da sind ein paar Steinchen. Und hier geht's schön hoch. Ach nö, noch ein Bogenschütze. Die lassen mich echt nicht in Ruhe. Wie viele Bogenschützen hat die Stadt denn hier? Aber wir kriegen One-Up. Das ist auch schon mal was Geiles. Okay. Ich merke auch, ich bin viel zu verweichlicht geworden von den ganzen Spielen. Weil früher fand ich das Spiel nicht schwer. Also, ich weiß, dass ich früher das Spiel mit Leichtigkeit gespielt habe und es sogar eins der leichteren Spiele war. Also, ich bin schlecht geworden. Ich bin sehr, sehr schlecht geworden. Aber wie komme ich da am besten hoch? Das ist so eine der Fragen, die ich mir stelle. Ja, okay. Mit dem Leinentuch geht alles besser. Und da unten gab es, glaube ich, nichts mehr. Das Äffchen rennt natürlich hinter uns hoch. Ich habe leider die ganzen Namen vergessen. Tut mir leid. Tut mir leid. Also, ich kann überhaupt keine Namen mehr. Das tut mir wirklich von Herzensgüte her leid. Und hier kriegen wir keine Äpfel raus. Was eine Schande. Und hier ist so ein kleines Sprungbrett. Wenn wir im richtigen Zeitpunkt springen drücken, sollten wir höher springen, glaube ich. Oder es ging über die Zeit, ich weiß es nicht. Und jetzt haben wir die Wahl zwischen zwei Wegen, rechts oder links. Ich gehe erstmal rechts. Natürlich der politischen Konfession entgegen. Nein. Oh Gott. Solche Witze sollte ich nicht bringen. Am Ende nimmt die irgendwer ernst. Und wir haben nur noch ein Herz. Scheiße. Wir sollten vorsichtig sein. Ich habe keine Lust. Na, obwohl. Wir starten, glaube ich, am Anfang der Welt. Also, sobald wir halt einen Bildschirm verlassen und dann sterben, starten wir am Anfang des Bildschirms. Aber wenn wir keine Leben mehr haben... Okay, hier hinten gibt es nichts Großartiges. Wenn wir keine Leben mehr haben, starten wir meines Wissens nach... Ah, okay. Hier geht es nirgendwo weiter. Na dann. Da habe ich zu viel vom Spiel erwartet. Wenn wir keine Leben mehr haben, starten wir, glaube ich, von Beginn des Kapitels aus. Also wir sind gerade noch im ersten Kapitel. Und ja, meines Wissens nach ging das irgendwie so. Ging das da irgendwo runter? Ja, in den Tod. In den Tod geht's. Super. In den wunderbaren Tod geht's. So. Jetzt finden wir auch heraus, ob das... Ja, man muss im richtigen Zeitpunkt einfach drücken. Dann springt man höher. Okay, perfekt. So. Jetzt geht's hier entlang. Natürlich direkt wieder in den Pfeil, so wie es sich gehört. Und nein, ich möchte in die andere Richtung, bevor er noch so einen doofen Pfeil schießt. Und den Typen begegnen wir. Nein. Bitte geh weg. So, dem begegnen wir von ganz oben. Dann ist der jetzt erstmal auch weg. Und kommt hoffentlich erstmal nicht so schnell wieder. So. Wow, ich dachte gerade, da wäre eine Schlucht. Dabei war das nur ein Block. Ich dachte gerade, das hier wäre eine Schlucht. Ups. deswegen habe ich mich auch so seltsam gerade bewegt, weil ich kurz Angst hatte, runterzufallen. War schon verwundert, warum ich nicht runterfalle. Ich finde es so schön, wie viel man eigentlich mit so ein paar Pixeln darstellen kann. Kriege ich jetzt irgendwas Gescheites? Ja, ich krieg ein Brot und kann ein Herz heilen. Was ich wahrscheinlich direkt verliere. Wenn ich mich so weiter doof anstelle, dann wahrscheinlich schon. Perfekt. Und da ist ein weiterer Edelstein. Bitte rumdrehen. Und ich habe doch schon gesehen, dass es da unten was gibt. Ja, claro. So. Da unten. Bitte zum One-Up. Perfekt. Ironisch wäre es ja... Fuck. Ich hätte es früher drücken müssen. Ich wollte gerade sagen, ironisch wäre es, wenn man das One-Up holt und dann genau ein Leben verliert. Naja, aber ich glaube, ihr habt von dem Spiel einen Eindruck bekommen, der reicht erstmal. Ich will ja jetzt nicht zu lang spielen, auch wenn ich es gerne würde. Ich finde das Spiel super. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Falls ihr mehr SNES-Spiele sehen wollt, lasst es mich auch wissen. Ihr könnt mir gerne schreiben, von welchen Spielen ihr was sehen wollt. Solange die Spiele älter als die PS2-Generation ist, also PS2 zähle ich noch als Retro, alles danach nicht mehr. Und gerade hat mein Hals ein seltsames Geräusch gemacht. Ja, schreibt mir, was ihr sehen wollt. Ich richte mich danach. Falls nicht, dann, also falls ihr mir nichts schreibt, dann mache ich halt mein eigenes Zeug. Ist mir auch recht. Auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandoran!